Götz L. aus Thurgau fragt: Sehr geehrte Damen und Herren, können Sie mir bitte die verschiedenen Chronotypen erklären? Wie kann ich mein Leben besser nach meiner inneren Uhr ausrichten? Vielen Dank für die Antworten. Hallo Götz, sehr spannende Frage. Zunächst sollten wir uns anschauen, was ein Chronotyp überhaupt ist. Als Chronotyp bezeichnet man Kategorien von Menschen, die aufgrund ihrer inneren biologischen Uhr bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel Hormonspiegel, Körpertemperatur, Schlaf- und Wachphasen, Leistungsvermögen etc. zu unterschiedlichen Tageszeiten in unterschiedlicher Ausprägung aufweisen. Der Chronotyp ist im Grundsatz genetisch angelegt und man unterscheidet hauptsächlich drei verschiedene Haupttypen. Sehr bekannt sind die Lerchen, also Morgenmenschen, und die Eulen, also Abendmenschen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Menschen dazwischen, die sogenannten Normaltypen. Diese unterschiedlichen Chronotypen sind meist sehr deutlich zu erkennen. Bleiben Sie gerne lang auf und gehen spät zu Bett? Brauchen Sie einen Wecker, um im Alltag rechtzeitig zur Arbeit zu kommen? Lieben Sie ein Nickerchen tagsüber? Lassen Sie oft das Frühstück aus? Schlafen Sie an freien Tagen lange aus, dann sind Sie wahrscheinlich ein Abendmensch. Morgenmenschen wachen dagegen von alleine auf, genießen ihr Frühstück und lieben den Morgen. Oft brauchen sie keinen Wecker. Auch sind sie tagsüber selten müde und gehen relativ früh zu Bett. Falls Sie noch nicht sicher sind, zu welchem Chronotyp Sie gehören, finden Sie unten in der Videobeschreibung einen Link zu einem entsprechenden Fragebogen. Wenn Sie den Fragebogen durchgearbeitet haben, dann wird Ihnen dann am Ende Ihr individueller Chronotyp mitgeteilt. Im Grunde wird unser tägliches Leben von drei Uhren kontrolliert. Eine Uhr tickt im Inneren unseres Körpers, die sogenannte innere Uhr. Diese wird synchronisiert mit der Uhr, die durch den Tag- und Nachtrhythmus der Erdrotation zur Verfügung gestellt wird. Diese Uhr könnte man auch als Sonnenuhr bezeichnen. Darüber hinaus wurde in unserer jüngeren Geschichte auch noch eine weitere Uhr installiert, die sogenannte soziale Uhr. Bildlich gesprochen ist dies die Uhr an der Wand, die uns die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Die Herausforderungen und Probleme beginnen nun damit, dass unsere innere Uhr völlig von der sozialen Uhr abweichen kann. Nehmen wir als Beispiel den Abendmenschen. Er geht nach seiner inneren Uhr sehr spät ins Bett, muss aber an Werktagen durch den Wecker geweckt werden, um pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Er muss also viele Stunden früher aufstehen, als ihn seine eigene innere Uhr wecken würde. Und genau diese Differenz zwischen dem, was uns die innere Uhr befiehlt, und dem, was uns die soziale Uhr befiehlt, wird als sozialer Jetlag bezeichnet. Der soziale Jetlag ist mittel- bis langfristig mit weitreichenden negativen gesundheitlichen Konsequenzen bis hin zu einer verkürzten Restlebenserwartung verbunden. Der soziale Jetlag sollte also nach Möglichkeit auf ein Minimum reduziert werden. Wie kann das funktionieren? Zunächst einmal zur Theorie. Um sozialen Jetlag zu reduzieren, sollte sich Ihre soziale Uhr ausschließlich nach Ihrer eigenen inneren Uhr richten und nicht umgekehrt. Dies würde im vorgenannten Beispiel konkret bedeuten, dass der Abendmensch eben erst dann sein Tagwerk beginnt, wenn ihn seine innere Uhr aufweckt. Dies kann dann eben möglicherweise auch erst um 11 Uhr am Morgen sein. Dies mag vielleicht bei einem Single, der im Homeoffice arbeitet, noch funktionieren, aber spätestens, wenn man an Eltern mit schulpflichtigen Kindern denkt, dann wird klar, dass sich das soziale Umfeld und die beruflichen Erfordernisse nicht nach dem eigenen Chronotyp ausrichten. Was kann also in der Praxis getan werden, um sein Leben besser nach der eigenen inneren Uhr auszurichten? Hier 7 konkrete Praxisempfehlungen. Erstens, Sie sollten natürlich Ihren eigenen Chronotyp und den Ihrer engsten Freunde, Verwandten und Berufskollegen kennen. Mit diesem Wissen ausgestattet wird Ihr soziales Miteinander nicht nur harmonischer, sondern auch erfolgreicher und produktiver. Das gegenseitige Verständnis wird gefördert und auch Ihre eigene Zufriedenheit gesteigert. Zweitens, organisieren Sie Ihren Arbeitstag so, dass Sie am wachsten sind, wenn es am meisten drauf ankommt. Legen Sie also Aufgaben, die höchste Konzentration und Aufmerksamkeit erfordern, in Ihre eigene biologische Hochphase, bei der Lerche, also beispielsweise auf die Zeit zwischen 9 Uhr und 11 Uhr am Morgen. Drittens, nutzen Sie Koffein ausschließlich als strategisches Mittel zur Leistungssteigerung, nicht aus purer Gewohnheit. Nehmen Sie nicht mehr als 400 Milligramm täglich zu sich, das sind etwa 2 große selbst aufgebrühte Tassen Kaffee.
Viertens, für alle Abendmenschen gilt, schlafen Sie an den Wochenenden nicht ewig lange aus. Wenn Sie etwas gegen den sozialen Jetlag unternehmen wollen, tun Sie es doch, so stellt sich Ihr Biorhythmus auf seine natürlichen Zeiten ein und Sie müssen am Montag wieder ganz von vorne anfangen. Die Symptome Ihres sozialen Jetlags würden sich dadurch nur noch verschlimmern. Fünftens, statten Sie Besprechungsräume, Büros und Ihren Schreibtisch mit Tageslichtlampen aus, um Aufmerksamkeit, Produktivität und Stimmung zu steigern. In Großraumbüros sollten beispielsweise morgens die Abendmenschen und nachmittags die Morgenmenschen an den Fensterplätzen arbeiten. Sechstens, seien Sie sich darüber im Klaren, wann Sie sich einbringen und wann Sie sich zurücknehmen sollten. Wären Sie als Morgenmensch der Richtige für einen Elfmeter bei einem wichtigen Entscheidungsspiel am späten Abend? Siebtens, lernen Sie in Harmonie mit Ihrem Partner zu leben, auch wenn Sie verschiedene Chronotypen sind. Beispielsweise bereitet er als Morgenmensch das Frühstück zu und gibt ihr als Eule die Gelegenheit, im Tageslicht zu sitzen, ihre innere Uhr neu auszurichten und richtig wach zu werden. Am Abend ist es dann natürlich an ihr als Abendmensch, sich stärker einzubringen, indem sie das Essen zubereitet oder die Küche danach aufräumt, wenn der Morgenmensch schon müde ist. Diese Empfehlungsliste ist sicherlich nicht vollständig. Sie zeigt aber, dass in der Praxis sehr viel getan werden kann, um ihr eigenes Leben besser nach ihrer inneren Uhr auszurichten und gleichzeitig den sozialen Jetlag auf ein Minimum zu reduzieren. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Antwort helfen. Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte hier die Kommentarfunktion und vergessen Sie insbesondere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben rund um die Themen Atmung, Schlafen und Schlafapnoe.